Zu einem Tag der offenen Tür hatte die Jugendherberge Haltern am See am Sonntag, dem 15.10.23, eingeladen. Besucher konnten sich das Haus ansehen und an verschiedenen Aktionen teilnehmen. In erster Linie möchten wir natürlich den Halterern, Bürgerinnen und Bürger, einmal die Jugendherberge näher bringen. Meine Erfahrung ist, dass das Haus in Haltern gar nicht so bekannt ist. Von daher war es wichtig, dass wir hier mal einen Tag der offenen Tür machen. Wir zeigen unseren Gästen zum einen natürlich auch die Gästezimmer und die Tagungs- und Gruppenräume. Dann natürlich auf unser großes Außengelände mit Kunstrasenplatz, unsere Kletterwand. Man kann heute die Kletterwand kostenlos ausprobieren. Wir haben Bogenschießen, wir haben Bastelaktionen und unterschiedliche Sachen da, die Naturparkführer. Besonders nachgefragt war die Führung durchs Haus. Tagungsräume, Aufenthaltsgruppen und Schlafräume konnten besichtigt werden. Wir haben insgesamt 58 Zimmer. Alle Zimmer haben bei uns Toilette und Dusche. Es ist also nicht mehr so, wie man das früher kennt, mit Toilette und Dusche irgendwo auf dem Gang. Wir haben maximal 6 Bettzimmer, insgesamt 234 Betten. Überwiegend natürlich in 6 Bettzimmern aufgeteilt. Wir haben aber auch 4 Bettzimmer, 3 Bettzimmer, 2 Bett und natürlich auch für die Lehrer Einzelzimmer. Wir haben halt Konfirmationsfahrt quasi mit den Kindern, die jetzt halt nächstes Jahr Konfirmation feiern. Und wir sind halt mit dabei. Heute machen wir noch so einen Gottesdienst, den wir Betreuer gestalten. Mhm. Und dann gibt es halt immer Spieleabende oder so. Wir machen unterschiedlich. Zum Beispiel auch Baum der Erkenntnis, so nennt sich das. Weil wir haben jetzt zum Beispiel das Thema Ich in Gottes Schöpfung. Die Jugendherberge Haltern am See hat sich zu einer beliebten Übernachtungs- und Aufenthaltsmöglichkeit entwickelt. Besonders Schulklassen und andere Gruppen nutzen in zunehmendem Umfang die Jugendherberge für Ausflüge und Klassenfahrten. Ja, wir sind natürlich für dieses Jahr schon gut ausgebucht, aber auch für nächstes Jahr sind wir schon so gut wie voll in den Zeiten, wo die Schulklassen gerne kommen möchten. Wir haben in der Regel zwischen 6 und 8 Schulklassen in der Woche hier, also pro Tag von montags bis mittwochs, 6 bis 8. Oft ist dann am Mittwoch ein Wechsel, dann kommen auch nochmal 6 bis 8. Also hier ist viel Leben und viele Schulklassen, die uns besuchen. Wir bieten den Schulen unterschiedliche Möglichkeiten an. Wir haben natürlich auch das Rundum-Sorglos-Paket. Da ist das komplette Programm für die Schulen zusammengestellt. Wir arbeiten mit Erlebnispädagogen zusammen, die bei uns zum Beispiel die Kletterwand benutzen, also Sportarten, neue, moderne Sportarten machen. Dann haben wir natürlich auch eine gute Zusammenarbeit mit dem Kletterwald hier in Haltern. Wir arbeiten mit den Naturparkführern, die mit den Schülerinnen und Schülern in den Wald gehen und unterschiedliche Programme machen, Fledermausexpeditionen, Abendwanderungen. Also es ist ein bunt gestreutes Programm. Neben der Hausbesichtigung lockten im Außenbereich einige Aktionen, wie zum Beispiel die Kletterwand. Wir machen das jetzt hier zum zweiten Mal. Ja, ne? Das ist ein Talent. Ja. Die Imkerei Ratschmeier aus Haltern gab Hinweise zur Bienenzucht und verkaufte selbst geschleuderten Honig. Ja, also wir haben verschiedene Honigsorten. Wenn der Imker den Honig schleudert, ist er ja erst flüssig. Jeder Honig ist erst flüssig und je nach Sorte oder Beschaffenheit wird jeder Honig irgendwann fest und fängt an zu kristallisieren. Für das leibliche Wohl sorgte Markus Heisterkamp mit seinem umfangreichen Angebot. Hier im Foodtrailer haben wir Fritten in unterschiedlichen Variationen mit unterschiedlichen Dips und Quesadillas, das sind so mexikanische Fladen mit Käse und noch ein paar anderen Zutaten. Gegen Mittag kamen immer mehr Besucher zur Jugendherberge. Insgesamt konnten die Organisatoren mit dem Verlauf der Veranstaltung sehr zufrieden sein.